hau den Code auf Ehrenbasis rein. Danke an alle da draußen, die mich hier supporten und teilen. Baller meine Worte in Lines, Creative Code für den Ripe, iCrimex OG. Ihr wisst Bescheid. 1000 Raketen versus Auto, meine Freunde. Und damit, hey, Leute, Crimex hier. Was, Larry Paul Berger? Herzlich willkommen zum Feuerwerkssimulator. Ihr könnt es schon sehen, ich habe mir schon ein bisschen was vorbereitet. Und zwar möchte ich heute 1000 Raketen gegen das Auto schießen lassen und schauen, ob das Auto dadurch hochfliegen wird. All das und viele weitere Sachen werden wir heute rausfinden im Feuerwerkssimulator. Ich dachte, man, da man an Silvester leider nicht böllern durfte, werden wir das Ganze heute nachholen im Feuerwerkssimulator. Und ich habe das Spiel bei Paluten gesehen und fand das übelst nice, Leute. Aber ich würde sagen, Leute, wir labern gar nicht viel rum, nur noch kurz eine Sache. Und zwar möchte ich jetzt so ein neues Format starten und ich nenne das Simulator Samstag. Also meine Freunde, herzlich willkommen zum ersten Simulator Samstag. Ich möchte jetzt jeden Samstag einen Simulator zocken. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, welches Simulator-Spiel ihr als nächstes sehen wollt. Da gibt es ja unfassbar viele. Aber Leute, ich habe euch lange genug warten lassen. Ich würde sagen, wir werden jetzt die erste Rakete anzünden und dann werden sich alle anderen dadurch automatisch auch anzünden. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, 3, 2, 1 und... Let's go, schnell wegrennen, schnell wegrennen. Oh mein Gott, ich bin echt gespannt, ob das Auto hochfliegen wird. Ey Mann, warum musste die denn ausgerechnet wegfliegen? Kann ich eine da unten explodieren, sodass alle anderen sich auch anzünden? Warte mal, komm, nochmal eine. Und genau dich. Okay, okay, wegrennen, 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 wegrennen. Komm, komm, komm. Ja, 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 die hängt unten. Okay, sehr gut. Okay, jetzt sind alle an, jetzt sind alle an. Oh, no. Digga, was geht denn jetzt ab? Jetzt ist die Tankstelle auch noch in die Luft geflogen da hinten. Ey, ich wusste gar nicht mal, dass das geht, Alter. Was? Was? Okay, Leute, das Spiel ist krank. Das Spiel ist ehrlich krank. Was? Die ganzen Tankstellen? Alter, ich habe hier die halbe Map gerade abgefackelt mit meiner Aktion. Nicht zu Hause nachmachen, Kinder. Okay, die ganze Map fackelt ab. Das ist schon mal sehr gut. Leute, hier bei dem Feuerwerkssimulator kann man alles mögliche an Raketen, Böllern, keine Ahnung, was man hier alles noch machen kann. Es ist wirklich übelst krank. Und zwar würde ich jetzt als nächstes sagen, wir haben ja jetzt Raketen getestet. Als nächstes werden wir jetzt hier erstmal Böller testen. So richtig krank, hier gibt es einmal diesen Doom Boom. Und ich glaube, der kann ordentlich was, Leute. Der Doomboom. Ich will irgendwie nochmal was in die Luft sprengen, Leute. Wir können ja mal hier diesen LKW, warte mal, den holen wir erstmal schön ins Licht hier rein. So, LKW, du kommst jetzt erstmal hier schön hier hin, damit wir dich auch gut sehen. Und jetzt nehmen wir hier ganz viele von den Doomboom-Dingern. Ey, wir können die sogar hier hinten reinmachen. Warte mal, wir machen hier hinten in die Ladefläche übelst viele von den Doombooms rein. Und diesen riesen Polenböllern, Alter. Zack, zack, zack. Ey, der LKW wird gleich so safe in die Luft fliegen. Oder, Leute, was denkt ihr, wird passieren? Denkt ihr, das reicht? Oder sollen wir noch ein paar... Oh mein Gott. Eigentlich müssen wir das so machen, dass jetzt hier gleich eine Rakete reinfliegt und dadurch dann alles in die Luft fliegt. Und das können wir auch machen. Und ich werde die Rakete jetzt so platzieren, dass die da hinten direkt reinfliegt. Oh nein, das war falsch. So, die soll hier in den LKW, genau, so in dem Winkel muss die fliegen. Ich glaube, die wird in den LKW reinfliegen. Ich werde zur Sicherheit mal noch eine, oder wir werden drei Stück hier platzieren. Irgendeine wird hoffentlich schon den LKW treffen, oder? Ich hoffe es, ich hoffe es. Dann nehmen wir das Feuerzeug. Und denkt ihr, der LKW wird diese ganzen Doombooms überleben? Ich glaube es ja irgendwie nicht. Wir müssen jetzt gleich anzünden und dann schnell nach vorne rennen, damit wir sehen, wie das aussieht. So, komm, irgendeine wird hier schon treffen. Irgendeine wird das Ding schon treffen. Ich glaube, die ist drin. Ich glaube, die ist drin, Leute. Zumindest sieht man die nicht. Ich glaube, die Böller sind an, oder? Wow! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Digga! Also ich würde mal behaupten, den LKW hat es ja mal ganz anders zerlegt. Ey, die Tankstelle brennt einfach immer noch wegen unserem Feuerwerk, Freund. Alter. Okay, wir haben jetzt schon zwei Autos zerstört. Wisst ihr, was wir als nächstes machen? Und zwar werden wir als nächstes dieses gesamte Haus hier in die Luft jagen. Ihr könnt es ja sehen, ne? So ein normales Haus hat noch eine schöne Einrichtung und so. Aber ich würde sagen, das Haus, ich will das auch wieder komplett abfackeln. Das soll richtig brennen. Sollen wir Böller oder Raketen? Oder am besten einfach beides. So, da würde ich sagen, machen wir mal die erste Tour nur mit Raketen, Leute. Zack, zack, zack. Ganz viele Raketen. Wir müssen jetzt ganz, ganz viele Raketen rein. Damit das natürlich auch schön abfackelt, das ganze Haus. Und die Böller sorgen dann noch dafür, dass es einstürzt. So ein Ding wird das. So, zack, zack. Oha, ich kann hier kaum noch drin rumlaufen, weil ich so viele Raketen hier geplaced habe. Zack, zack, zack. Oh. Ey, es kann sogar sein, dass das Spiel abstürzt, weil es einfach so geisteskrank viele Explosionen auf einmal sind. Das ist irgendwie dumm. Ich muss eigentlich rückwärts laufen. So, okay. Hier schön in jeden Raum überall Raketen rein. Ey, das wird gleich von außen so geisteskrank aussehen. Und dann müssen wir gleich auch noch Böller da reinwerfen. Ey, wie das einfach jetzt schon aussieht mit diesen roten Raketen hier. Ey, ich geh doch mal hier richtig runter. Und jetzt brauchen wir noch hier die Firecrackers. Natürlich auch ganz viele von diesen Doombooms rein. Ich komme hier gar nicht mehr in die Räume rein, weil ich die so aufgestellt habe, die Raketen. Ah, ein paar Doombooms noch. Kann nicht schaden, Leute. Kann nicht schaden. Also ich glaube,
Das Haus wird auf jeden Fall danach nicht mehr wiederzuerkennen sein. Und wenn doch, dann habe ich was falsch gemacht. Weil ich bin doch hier der Sprengmeister. Der Sprengmeister iCrimex. Ich glaube, das sollte reichen. Wir werden es auch wieder so machen, dass wir eine Rakete hier reinschießen lassen. Und dann wird dadurch alles entzünden. Oh, warte, ich habe in der Garage noch ein paar Dumbums vergessen. Ich glaube, das sollte reichen. So, die Rakete, die wird jetzt hier genau in die Garage reingefeuert. Und ich werde zur Sicherheit hier auch noch eins in die Tür reinfeuern. Okay, Leute, seid ihr bereit für das größte Feuerwerk aller Zeiten? Ihr habt es gesehen, es ist wirklich komplett geisteskrank, was hier abgeht. Dann würde ich nämlich einfach mal behaupten, 3, 2, 1 und Feuer frei! Oh, 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 oh. Es geht los, es geht los, es geht los. Los, es geht los. Okay, okay. Oh mein Gott! Ich glaube, das war's noch nicht. Ich glaube, das war's noch nicht. War's das? War's das, Leute? Können wir wieder rein? Okay, es brennt zumindest schon mal alles. Alter, ich glaube, alles ist explodiert. Ich glaube nicht, dass jetzt nochmal irgendwas Neues explodieren wird hier. Alter, guck mal, die ganzen Möbel hier hat es komplett umgehauen wegen den ganzen Böllern. Das Haus brennt natürlich auch wegen den ganzen Raketen. Oh, Gottes Willen. Aber es ist nicht eingestürzt. Vielleicht geht das auch bei dem Spiel gar nicht. Ey, das ist ja wirklich wieder zu krank. Das ist ja wirklich wieder zu krank, was hier abgeht. Leute, wir haben ja jetzt übelst viel kaputt gemacht. Ich würde sagen, jetzt reicht's mal mit dem Zerstören. Jetzt werden wir mal was richtig Schönes machen. Und zwar werde ich jetzt mal ein richtig schönes Feuerwerk hier aufbauen. Und zwar, Leute, möchte ich jetzt mal so ein richtig schönes Straßenfeuerwerk hier machen. Zack, so. Die Raketen sollen von allen Seiten. Es soll einfach schön aussehen. Sieh, wie ich meine, es soll einfach schön aussehen. Wir haben genug kaputt gemacht. Ein paar Raketen stecken wir hier rein. Dann als nächstes ein paar Cakes, ja. Warum nicht auch so ein paar. Leute, ich mache ein 2021 Feuerwerk. Genau, von hier schaut man drauf. Genau, dann schießen die Raketen so hoch. Und hier hinten kommt dann der fette 2021 Block hin. Ich würde sagen, wir können ja hier zwischendrin ab und zu trotzdem mal noch so ein Ding machen, ja, damit es nicht langweilig wird. Oh mein Gott, Leute. Das wird ein richtig schönes. Das mache ich jetzt für euch. Für meine Community. Vielleicht noch so ein paar schöne Tubes, Leute. Schön hier Mr. Beast. Mr. Beast ist ja auch ein großer YouTuber. Hier in der Mitte soll dann das 2021 stehen und vielleicht hier an der Seite nochmal so ein paar Tubes rein. Jetzt ist das Ding, Leute, damit das natürlich auch möglichst gleichzeitig startet, können wir die ganzen Sachen hier miteinander verbinden. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen Arbeit. Deswegen würde ich sagen, mache ich das Ganze jetzt hier einfach mal im Schnelldurchlauf für euch. Oh, Leute, und natürlich ganz wichtig, was ich vergessen habe. Natürlich hier hinten dieser Block muss auch noch mit vernetzt werden. Okay, ihr habt es jetzt gesehen, wir haben jetzt hier quasi wie so eine Art Zündungen überall mit eingebaut, dass natürlich alles gleichzeitig losgeht. Und meine Freunde, meine Zuschauer, meine treue iCrimex Army, dieses Feuerwerk habe ich jetzt nur für euch gemacht. Schaut es euch bitte an. Wir starten den Hasen in 3, 2, 1 und Feuer frei! Ich sollte Pyrotechniker werden. Irgendwie habe ich mir das aber ein bisschen schöner vorgestellt. Ich dachte, das startet gleichzeitig. Ey, die Zündschnur braucht ja übelst lange. Ich dachte, das würde dann gleichzeitig starten. Jetzt, ja, jetzt ist es langsam besser. Jetzt ist es langsam besser, Leute. Aber irgendwie ist das nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe es mir echt cooler vorgestellt. Wir jagen das Ding jetzt in die Luft. Hier, herzlich willkommen in 2021. Das ist für euch, Leute. Woo! Für mein iCrimex-Abi. Das sieht doch schön jetzt aus. Ich dachte, da ist jetzt aber eine 2021 am Himmel. Wow, ah doch, jetzt kommt's. Oh mein Gott. Ich muss aber ehrlich sagen, es macht mehr Spaß, Sachen kaputt zu machen. Deswegen werden wir jetzt einfach wieder Sachen kaputt machen, Leute. So, jetzt werden wir wieder einen schönen LKW kaputt machen. Man kennt's doch. Letztes Mal haben wir hier viele von diesen Böllern reingeworfen. Diesmal würde ich sagen, machen wir hier Raketen rein. Oder wir testen mal hier diese Paluten. Der Ehrenmann hat hier einfach seinen eigenen Böller in dem Spiel bekommen. Also wenn die Spielehersteller das sehen, ich würde mich auch freuen, einen eigenen Böller zu kriegen. Das wäre richtig cool. Dann mache ich sogar nochmal einen zweiten Teil. Ein Feuerwerk Maniac heißt das Game. Okay, ich bin mal gespannt, wie stark die sind. Das können wir jetzt ja aber wirklich mal mit der Zündschnur machen, weil jetzt wissen wir ja, wie das geht. Wir können ja mal hier draußen einen testen. Wir stellen mal einen hier draußen hin so. Und dann machen wir so eine Zündschnur da drüben hin. Und dann wissen wir ja, wie das hier abgeht. Okay, wir testen jetzt mal den Palutenböller und der wird dann automatisch die ganzen anderen Palutenböller in dem LKW anzünden. Und Feuer frei! Okay, ich wollte gerade sagen, ob der nur so optisch gut aussieht, aber der knallt auch. Der knallt auch gut. Okay, ich bin gespannt. Ich glaube, denkt ihr, der LKW wird das überleben? Ich glaube, die haben schon einen guten Bums dahinter, die Dinger. Das ist mein Geduldsfaden. Mach doch mal schneller. Es braucht zu lange, diese Zündschnur. Zünd einfach den hier unten nochmal. Nochmal, ich lasse mich jetzt mal selbst abschießen mit dem Palutenböller. Boah. Alter, das sind ja wie Kanonen, ey. So, jetzt aber. 5, 4, 3, 2. Oh! Das geht ja direkt los. Hä? Ich glaube, ich wurde in die Luft gewirbelt. Bin ich gerade in der Luft?
Oh nein, es hat schon alles um mich rumgedreht. Okay, die Palutenböller sind echt strong unterwegs. Die haben den ganzen LKW in die Luft gejagt. Leute, diese Palutenböller, die haben mich nochmal auf eine ganz andere Idee gebracht. Leute, ich werde jetzt mal dieses Auto hier mit den Palutenböllern abschießen, aber aus einer Entfernung. Wir schauen mal, wie das dann danach aussehen wird, das Ding. Das wird jetzt hier wie so eine Kanone. Wir werden alle auf das Auto zielen. Ich werde das nochmal sicherheitshalber auch nochmal connecten, falls nicht alle losgehen. Ich hoffe, ihr seid bereit für mein MG-Geschütz, was wir gebaut haben. Feuer frei in 3, 2, 1 und... Es geht los, es geht los. Ja, wie ein Panzer, Junge. Das war ja wie in so einem Krieg gerade, Alter. Warum hat dieses Auto das überlebt? Okay, warte, das will ich nochmal machen. Das war ja Real Talk gerade zu krank. Oh, wir holen das Auto nochmal her. Ey, wenn wir die Teile an Auto dran bauen, dann ist das ja wie so ein Panzer eigentlich, oder? Wir bauen jetzt mal hier an das Auto dran, Leute. Ich baue mir einfach hier gerade einen Panzer. Das ist ja echt schon wieder dieses ganz Wilde. Seid ihr wieder bereit, Leute? MG-Geschütz. So, alles wieder natürlich schön miteinander verbinden. Leute, gönnt euch mal bitte dieses Militärfahrzeug. Okay, es geht los, geht los. Boom, 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 boom. Alter, was ist das? Leute, mir ist gerade aufgefallen, das Spiel ruckelt irgendwie immer so ein bisschen, umso mehr Böller man hat. Und ich werde jetzt mal testen, ob wir das Spiel zum Abstürzen bringen können. Und dazu werde ich jetzt mal geisteskrank viele von diesen Böllern da dranhauen. Ich muss wirklich sagen, diese Palutenböller finde ich mit am geilsten, ne? Weil die wirklich so wegschießen. So Leute, nur um euch mal kurz zu zeigen, was ich jetzt hier vorhabe. Und zwar werde ich jetzt diese gesamte Wand hier komplett zuhauen mit diesen Palutenböllern, beziehungsweise mit diesen Dingern, die halt eben schießen. Diese Dinger schießen dann zu der Tankstelle hier rüber, weil die ist hier genau gegenüber. Und das heißt, die Tankstelle wird dann auch nochmal explodieren. Und in die Tankstelle werde ich auch nochmal Böller und Raketen reinhauen. Also ganz ehrlich, Leute, wenn dann das Spiel nicht abstürzt, dann weiß ich ja auch nicht. Ich würde sagen, wir machen hier einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Ey, Leute, ich habe auch gerade bemerkt, man kann hier sogar so Gastanks hinwerfen. Also wenn das Spiel gleich abstürzt, dann ist das Video vorbei, ihr wisst Bescheid. Ich würde sagen, jetzt gibt es hier nochmal das Big Feuerwerk zum Schluss. Obwohl, nee, warte, ich muss das hier noch kurz einmal alles connecten. Mein Spiel kann das gar nicht überleben. Es muss abstürzen, mein Game danach. Also, wenn das Spiel dann noch läuft, dann weiß ich auch nicht. Wir haben so viel Böller und alles wird... Also, die Tankstelle wird ja allein explodieren. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. So, Leute, wir kommen jetzt zum Finale. Alles ist geblazed. Das ist hier, die Feuerwand wird auf die Tankstelle mit noch weiteren Propangastanks und Böllern schießen. Zum Start wird diese Rakete abgefeuert und dieser Faden wird dann alles auslösen. Es geht los, Leute. Wir kommen zum Finale. Jetzt müssen wir nur noch kurz abwarten, bis hier diese Zündschnur angekommen ist. Und dann geht's hier richtig los. Nochmal eine kleine Rakete zur Feier des Tages. Ich will, dass ihr möglichst alles seht, Leute. Das ist doch ein guter Winkel jetzt hier, Leute. Genau, da sehen wir, wie das hier alles losschießt auf die Tankstelle. Oh mein Gott. 5, 4, 3, 2, 1. Das Ding ist, Leute, es hat eigentlich schon ein von diesen Palutenböllern gereicht, um die Tankstelle in die Luft zu jagen. Aber die schießen trotzdem noch alle nacheinander. Wow! Ey, das ist ja wie im Krieg hier. Boom, boom, boom. Ja, das Spiel ruckelt, das ist nicht das Video. Oh mein Gott, das war wirklich krank, Leute. Das war wirklich krank. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr mehr Simulator-Games sehen wollt, lasst ein Like und ein Abo da und schreibt mir in die Kommentare, welches Spiel wir am nächsten Simulator-Samstag spielen sollen. Dann würde ich sagen, bis dahin, haut rein, Leute. Euer Crymax.